Wer Franchise-Nehmer in einem Franchise-System werden möchte, der bringt zunächst mal seine Arbeitskraft ein, die Bereitschaft, unternehmerisch tätig zu werden und natürlich auch sein Kapital. Die Investitionssummen, die von Franchise-Nehmern getätigt werden müssen, sind sehr unterschiedlich und hängen natürlich sehr stark vom jeweiligen Franchise-System ab. Die Investitionssumme ist der Gesamtbetrag, den ein Franchise-Nehmer investieren muss, damit er einerseits in das System einsteigen kann und andererseits eben sein Geschäft errichtet. Möglicherweise auch eine Durststrecke, die in den ersten ein, zwei Monaten zu finanzieren ist. Das Eigenkapital ist derjenige Anteil an dieser Investitionssumme, den der Franchise-Partner als eigenes Kapital einbringen muss. Das heißt, nicht von der Bank ausgeborgt, sondern tatsächlich als eigenes Kapital mitbringt. Erfahrungsgemäß verlangen die Franchise-Geber von ihren zukünftigen Franchise-Nehmern einen Eigenkapitalanteil zwischen 20 und 30%.